Mit The Jungle Book bringt Disney uns eine wirklich gute Realverfilmung der gleichnamigen Kinderzeichentrickserie. Doch mit Real sollte man es hier langsam angehen, denn der Film kommt zu 99% aus dem Computer. Und das einzige, was echt ist, ist der Mowgli-Darsteller Neil Sethi. Während der Film neue Maßstäbe für Animationen setzt, kann CGI auch völlig nach hinten losgehen. Und nein, wir reden hier nicht von Low-Budget-Filmen, sondern von erstklassigen Blockbustern. Deshalb haben wir heute für euch 5 peinliche Filmeffekte, die tatsächlich existieren. Viel Spaß! Nummer 5. In James Bond, Stirb an einem anderen Tag, nahm das Agentendasein des ehemaligen Bond-Darstellers Pierce Brosnan ein Ende. Eine Karriere, die mit GoldenEye startete und mit Stirb an einem anderen Tag glorreich enden sollte. Natürlich hatte der Film gute Animationen wie das unsichtbare Auto, aber mit dieser Surf-Sequenz wurde den Zuschauern zu 100% die Ernsthaftigkeit geraubt. Wieso nur? Und die Nummer 4. Green Lantern. Bei einem Budget von 200 Millionen Dollar sollte man doch wenigstens ordentliche Effekte erwarten können. Aber in Green Lantern konnten uns die schlecht animierten Anzüge sowie die gelbe angreifende Rauchwolke alias Parallax leider nicht überzeugen. Somit landet Green Lantern auf unserem 4. Platz. Und die Nummer 3. 2001 startete Harry Potter und der Stein der Weisen bei uns in den Kinos. Der Film setzte Meilensteine und überzeugte viele Zuschauer. Das einzige, was nicht so gut ankam, waren einige Animationen der Zauberwesen. Wie zum Beispiel die des Drachen von Hagrid sowie der dreiköpfige Hund. Wenigstens haben sie daraus gelernt und es in den darauffolgenden Filmen besser gemacht. Und die Nummer 2. X-Men Origins Wolverine. Damit landet ein weiterer Superheldenfilm in unserem Ranking. Auch wenn X-Men Origins mehr Schwächen hat als sein CGI, ist das für Zuschauer schon fatal. Aber wenn Wolverines Klingen wie aufgeklebtes Plastik und nicht nach tödlichen Adamantium aussehen, ist definitiv etwas falsch gelaufen. Wer sich X-Men aus dem Jahr 2000 ansieht, kann über die 9 Jahre jüngere Origin-Story nur den Kopf schütteln. Und zu guter Letzt die heutige Nummer 1. Nach dem Erfolg der Mumie ließ eine Fortsetzung nicht lange auf sich warten und übertraf sogar noch den Erfolg des Vorgängers. Und das trotz des legendären Auftritts von Dwayne The Rock Johnson als Scorpion King. Und ich meine nicht unbedingt positiv legendär, denn er sieht aus wie eine Figur aus einem Videospiel und ähnelt Dwayne Johnson nur noch minimal. Wenn diese Folge euer Herz gebrochen hat, dann haben wir hier das Pflaster. Schaut euch dazu einfach 7 krasse Filmeffekte, die nicht am PC entstanden sind, an. Wirklich heftig, was manche Filmemacher ganz ohne Computereffekte umsetzen. Hierfür einfach auf das Video klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao.